wir kommen hier gleich zum Halbfinale der Herren. Auch wenn ich da noch ein, zwei Ballwechsel einfange. Michailova, Nummer 1, bei diesem Turnier an Nummer 1 gesetzt. Gegen die bayerische Jugendmeisterin Sarah Manns. Da nehmen wir noch einen Ballwechsel mit, den die Sarah für sich entscheidet. Und dann gehen wir hierher zur Handtuchpause im Halbfinale der Herren, wo sich der Außenseiter Dennis Emper richtig gut schlägt. Also im ersten Satz, das war eine klare Sache, zu 6. Im zweiten hat er dann furios 4-1 geführt, aber nur noch 3 Punkte gemacht. Und da steht es jetzt auch wieder durchaus so, dass er da nicht vom Tisch getrommelt wird. Und der Papa macht das durchaus richtig. Der sagt, letzte Chance jetzt hier, wenn der Satz auch noch weg ist, dann ist nicht mal mehr die Außenseiterchance da. Also gehen wir noch mal kurz zurück. Sarah Manns. Michailova. So wichtige Punkt nach der Auszeit, daraus ist nichts geworden, folgende auch nicht, also bin der erstmal schlauer. Wenn es darum geht, hätte man die Auszeit wieder erst später nehmen sollen. Die Chinesen nehmen sie ja, wie wir wissen, immer sehr früh. Mal sehen, ob sich das mit den neuen Trainern ändert. Den alten Trainerstab haben sie ja verabschiedet. Herr BTTV-Geschäftsführer möchte etwas sagen? Oder amüsiert er sich nur über den Laberschorsch an der Videokamera? Kommentare aus der Sicht eines Kreisliga-Seniors. Der von sich behauptet, er hätte dem Dennis Emter schon mal ein Spiel geschenkt. Aber das kann jeder behaupten. Hintergrund war jedenfalls, Emter war schon raus aus dem Turnier. Ich auch. Aber ich auch dann, wenn ich gegen ihn gewonnen hätte. Und er wusste überhaupt nicht, was er gegen mich tun soll. Und dann haben wir gesagt, Jugend vor. Ja, das kann man alles behaupten, ne? Ja, aber so. Und natürlich vor dem Krieg, also sehr lange her. Schnelle 4-1 Führung, jetzt nur noch 4-2.
Für Nico. So, und da könnte es jetzt durchaus sein, da könnte man drauf spekulieren, dass der Nico jetzt, wenn er dran denkt, mal wieder ein Bällchen für die Kamera macht. Aber das muss er natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja, da wollte er. Man hat es gesehen, er wollte. Wenn er freiwillig in die Ballonverteidigung geht, schon beim Return, dann denkt er an mich. Danke, Nico, den guten Willen habe ich erkannt. Aber wie gesagt, das ist keine moralische Verpflichtung, das ist gar nichts. Naja, der Dennis ist vielleicht auch nicht derjenige, der sich drauf einlässt. Wir sind hier auch nicht bei einem Showwettkampf. Auch wenn der Kameramann das ohne Ende liebt. Also Entschuldigung, dass ich überhaupt auf solche Ideen komme. Das ging dann ganz ohne ab. Riesenkompliment für Dennis Emter, der hier zwar deutlich verliert, aber insgesamt vielleicht sogar das Turnier seines Lebens gespielt hat. Und naja, er hat seine Pflicht erledigt. Im Finale dann vielleicht Pflicht in Führung.